Assalamu alaikum. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Und hier fangen wir inshallah wieder mit einer neuen Frage, die ein Bruder in den Kommentaren geschrieben hat. Und zwar kann man mit dem Abi von Ägypten an der Medina-Universität studieren? Die kurze Antwort: Ja. Hier könnte eigentlich jeder schon ausschalten, aber passt auf. Es ist nicht die einzige Bedingung, die Medina-Universität will. Es gibt noch viele andere Bedingungen. Und ehrlich gesagt kenne ich auch niemanden, der das geschafft hat. Also der wirklich ein Abitur bekommen hat und dann nach Medina gegangen ist und dort studiert hat. Ich kenne noch einige andere Brüder, die das geschafft haben und die es nicht geschafft haben, und von denen werde ich inshallah am Ende sprechen. Dann kommen wir zum nächsten Thema, und zwar die Bedingungen. Und zu den Bedingungen gibt es auch noch diese 5 Jahre, dass der Zertifikat der Abi, bei dem das nicht 5 Jahre vergehen darf. Das bedeutet, wenn ich mein Zeugnis 2020 bekommen habe, dann habe ich Zeit bis 2025, mich anzumelden. Wenn ich aber nach 2025 mich anmelde, dann sagen die: Tut mir leid, dein Zertifikat, dein Abi ist zu alt. Und das ist bei einigen Brüdern passiert. Wie ist das passiert? Sie melden sich an und es dauert dann zum Beispiel 2, 3 Jahre, damit sie akzeptiert werden per Online. Und dann nachher sagen die: Okay, wir schicken dir jetzt ein Visum, ein Studienvisum, und dafür muss er dann auch noch ein Jahr warten. Und dann kommt er an und dann sagen die: Oh, dein Zertifikat ist 2025. Auch wenn du dich angemeldet hast per Online. Aber beim Vorreichen ist es schon zu alt geworden. Und dann sagen die: Masalama, geh bitte zurück. Die nächste Sache ist die Krankenbescheinigung. Ehrlich gesagt, da müsst ihr noch ein bisschen nachschauen, weil ich selbst habe eine ganz normale Krankenbescheinigung von irgendeiner Praxis gegeben. Und von einem anderen Bruder habe ich gehört, dass diese Krankenbescheinigung eine besondere Krankenbescheinigung ist, die auch einiges kostet. Deswegen fragt da ein bisschen inshallah nach. Da gibt es einen Bruder, der heißt, also die Seite heißt Muslim Mindset. Da könnt ihr ein bisschen besser oder mehr fragen. So, dann gibt es 2 Arten von Anmeldungen, und zwar online und vor Ort. Ich kenne einen Bruder, der hat mit mir an der Azhar-Universität studiert, an der Uni, nicht an der Schule, an der Uni, und hat nach dem 2. Jahr beschlossen, nach Medina zu gehen. Sein Bruder war dort, und dann ist er eben dort hingegangen in der Umrah-Zeit und hat sich in der Umrah-Zeit angemeldet. Und das ist ein Trick für die Brüder, die gerne unbedingt dort studieren möchten und ein Abi haben und es schaffen, inshallah. Das bedeutet, vor Ort ist es viel einfacher, als wenn man es per Online macht. Warum? Weil per Online nimmt man nur eine bestimmte Anzahl von Leuten von jedem Land. Und deswegen nehmen sie nicht alle. Aber vor Ort hat man eben mehr Chancen. So, dann möchte ich euch von einigen Freunden erzählen, die das versucht haben. Und zwar ich erstens habe das versucht. Ich hatte ein Abi von der Fahd-Akademie in Berlin. Die ist jetzt gerade geschlossen. Die war einmal in Bonn, wurde dann geschlossen, und danach gab es den noch in Berlin. In jedem Land gibt es vielleicht ein, zwei Akademies von denen. Aber nachdem man dann eben gesehen hat, dass der Abi, diese Abi-Stufe, wie MSA in Deutschland ist, hat man sie geschlossen. Und mit diesem Abi habe ich dann mich versucht, an der Medina-Universität anzumelden, und bis jetzt steht da Yujril Amelia. Also der Prozess geht noch weiter. Dann gibt es noch einen Bruder, ein Tatari-Bruder, der hat das versucht und der hatte wirklich ein Zeugnis und hat versucht, sich anzumelden. Und der hat das dann versucht und gewartet, und dann hat man ihm sein Visum geschickt sogar. Aber dieser Visum, der hatte immer Fehler beim Namen. Und da haben die gesagt: Oh, tut mir leid, wir müssen nochmal da den Beamten dort nochmal ansprechen und ihm sagen, dass er den Namen richtig macht. Und jedes Mal haben die den Namen falsch geschrieben. Das bedeutet, er für jedes Mal, für jede Korrigierung, hatte dann 1 Jahr gewartet, bis es dann nach 5 Jahren geklappt hat, seinen Namen richtig zu schreiben. Und dann ist er nach Medina gegangen und dann hat man gesagt: Oh, 5 Jahre sind vorbei. Tut mir leid, wir können dich nicht anmelden oder wir können dich nicht akzeptieren. Und dann dieser eine Bruder, der dritte, ist der eine Bruder eben, der mit mir an der Azhar-Universität studiert hat und einen Bruder hatte in Medina. Der ist dann in der Umrah-Zeit gegangen und hat sich dann eben vor Ort angemeldet. Der ist jetzt dort und hilft den Hujjaj eben,
ihren Hajj zu machen. Möge Allah Azzawajal deren Hajj akzeptieren. Das sind einige Tipps. Falls ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr gerne fragen. Und hier gibt es noch ein kleines Teil, was ich noch erzählen möchte. Und zwar Vergleich zwischen der Medina-Universität und El-Azhar-Universität. Ich habe meinen Freund, der aus Kasachstan, gefragt, wie es dort ist. Und er sagte, ehrlich gesagt, die Azhar-Universität ist besser als die Medina-Universität. Damit ich auch ein bisschen fair bin und nicht unfair, habe ich auch mich angeschaut und geguckt, die Leute, die dort studieren, was die dort machen und alles. Und im Koran zum Beispiel habe ich gesehen, dass das ungefähr das Gleiche ist. Also, wie ich gehört habe, in einem Semester lernen die 20 Seiten, also einen Juz. Und das ist an der Schule hier in Kairo, an der Islamischen Schule für die Ausländer, das Gleiche. Also in einem Jahr lernt man dann 40 Seiten von hinten. Das bedeutet, man fängt von Surat Amma oder von Juz Amma und landet irgendwie bis Ankabut. So kann ich mich jetzt gerade erinnern. An der Universität ist dann das System anders. Man fängt dann von Surat al-Baqarah 20 Seiten für jedes Jahr. Die Sache ist aber, dass beim nächsten Jahr den ersten Juz mit dem zweiten ist. Im dritten Jahr der dritte mit dem zweiten und dem ersten. Im vierten Jahr mit dem vierten und dritten und zweiten und den ersten. An dem Master dann fünfte und die anderen. Also die anderen davor. Und dann nachher wieder sechste Juz und die anderen davor. Allahu alam, wie das in der Doktorzeit sein wird. Im Hadith und Fiqh habe ich gehört, dass man irgendwie 20, 30 oder 40 Hadithe auswendig lernt und versucht zu verstehen, die Bedeutung herauszuholen, die Fiqh, die ja, Bedeutung und die Ahkam, die Urteile, die dort sind, irgendwie zu verstehen. Hier ist das ungefähr genauso, nur dass da ein bisschen mehr Unterschied gibt. Also an der Schule hatten wir auch 30 Hadithe und das Gleiche eben, dass man eben Lughawi von der sprachlichen Seite den Hadith versteht und dann die Ahkam, die Urteile, die dort da sind und einige andere Bedeutungen. An der Universität ist das ein bisschen unterschiedlich. Falls ihr die anderen Videos angeschaut habt, gibt es ja verschiedene Fakultäten. Ich rede jetzt von meiner Scharia-Fakultät und dort hatten wir dann eben Hadithe, die mit Scharia zu tun haben, also die mit Fiqh zu tun haben, mit Urteile zu tun haben. Und da hatten wir schon richtig viele. Also ehrlich gesagt, da hatten wir richtig viele Hadithe, die wir gelernt haben. Im Fiqh habe ich gehört, dass es Masail gibt, also bestimmte Themen und dann diese Urteile. Und das muss man versuchen zu verstehen und auswendig zu lernen. Bei uns ist das aber nicht so. Wir haben, ich rede wieder von meiner Scharia-Fakultät, einen ganzen Kapitel oder mehrere Kapitel in einem Jahr. Das bedeutet, man hat Ibadat in einem Jahr. Man hat also Ibadat-Gottesdienste. Man hat die Muamalat, die Handlungen wie verkaufen, kaufen und alles, was mit diesen Sachen zu tun hat, menschlichen Umgang, hat man in einem Jahr. Und jedes Jahr dann eben etwas anderes, wie zum Beispiel Miras und so weiter. Das ist der Unterschied. Das bedeutet, was der Bruder mir erzählt hat, ist ein bisschen logisch, dass er halt wirklich besser ist in diesen Sachen. Wallahu alam, jeder muss für sich selbst entscheiden. Und hier beende ich inshallah mein Video. Bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum.